Hallo Leute, weiter geht's bei God of War. Im letzten Part haben wir die Schicksalsgöttin in dieser Welt besucht. Aber wirklich viel gebracht hat uns das nicht. Deswegen könnten wir jetzt zu Sindri zurückgehen und weiter planen. Wir könnten nach Svartalf hingehen, um diese komischen Maschinen auszuschalten. Das werde ich irgendwann auch noch tun. Wir könnten das Alpenheiligtum aufsuchen. Wir könnten die geheimnisvolle Kugel finden. Oder Freyas fehlender Frieden wiederherstellen. Und in Niflheim könnten wir noch Odins Augen... Was auch immer. Helheim ist gesperrt, Asgard ist gesperrt und Jötunheim ist gesperrt. Wo war jetzt nochmal... Der Rabenbaum. Kann ich hier nicht hingehen? Von hier aus? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Gehen wir also zu Sindri. Und planen, wie es weitergeht. Erzähl mir mehr über diese Macht, die Heimdall hat. Er sieht die Zukunft. Er durchschaut eher die Person. Er sieht ihre Absicht. Meine Absicht ist, ihn zu töten. Dieses Wissen wird ihm nicht viel helfen. Du solltest ihn auf keinen Fall unterschätzen. Jeden Zug, den du machst, er wird alles kommen sehen. Wenn du ihn herausforderst, brauchen wir etwas anderes. Einen Vorteil. Bitte? Also gut. Wir fragen die Zwerge. Ah! Die unvermeidliche Befragung der Zwerge. Sehr gut. Sobald das Tor aufgeht, werden wir das tun. Ist ja schon offen. Gehen wir mal nachhaken. Vielleicht weiß das Eichhörnchen noch irgendwas. Dürfte ich für einen Moment stören? Oh je, was jetzt? Ich wollte ja gerade zu dir. Was willst du? Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Nidaugr getötet wurde. Und daraufhin wurden die Nachkommen auf die neuen Welten losgelassen. Und wenn schon? Unglücklicherweise ohne ein Vorbild, das sie beaufsichtigt. Können die kleinen Raka viel Unfug anstellen? Mit der Zeit könnte dieser Unfug dazu führen, dass sie die neuen Welten vollständig verschlingen. Um dieses grausige Schicksal abzuwenden, hätte ich gerne, dass du mir die Lindwürmer bringst. Ich glaube nämlich, dass ich eine geeignete Vaterfigur für ihre Erziehung wäre. Du findest die Wesen in allen Welten, wo sie an Rissen nagen. Bewahre sie in diesem Gerät sicher auf, bring sie zu mir und ich verspreche dir, die Mühe wird sich lohnen. Du willst sagen, du willst sie selbst aufziehen? In der Tat. Ich habe weitreichende Erfahrung im Umgang mit extremen Persönlichkeiten. Verglichen dazu im wahrsten Sinne des Wortes mit meinen Emotionen zu ringen, sollte das Großziehen von ein paar Lindwürmern ein Kinderspiel sein. Aber mal ganz abgesehen davon, gibt es noch etwas anderes? Weltenrisse. Habe ich jetzt noch keine gesehen, außer die, die wir geöffnet haben. Machen wir später. Wir fragen wir erstmal die Zwerge. Ihr seid zurück. Sie sind zurück. Entspann dich. Ich sehe sie. Was wisst ihr? Es gibt Neuigkeiten. Oh, haben die Nornen gesagt, wie du Atreus rettest? Haben wir einen Plan? Die Nornen sagen, Heimdall wird Atreus töten. Der Plan ist, Heimdall vorher zu töten. Oh, wow. Na gut. Heimdall. Mal sehen. Verliert nie, sieht alles kommen, riesige Spaßbremse. Das wird nicht leicht. Was auch immer seine Stärken sind, ich werde ihn mit meinen überwältigen. Genau das ist es. Du musst seine Sinne überlasten, verstehst du? Und ich weiß da etwas, das dir dabei helfen könnte. Hol Dröpnir her. Dröpnir, aber wir brauchen ihn, die Vorräte. Ach, wir haben genug, mehr als genug. Selbst wenn, Dröpnir ist keine Waffe. Warum sollte... Oh, du meinst, wir verbinden ihn mit... Ganz genau. Und wenn er dann... Macht er... Verdammt, das ist brillant. Also gut. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als Dröpnir zu holen. Ich verstehe zwar kein Wort, aber macht mal. Dröpnir. Ich wusste, die beiden hatten ihn gestohlen. Und Odin gab mir die Schuld für sein Verschwinden. Sie stahlen Dröpnir? Wir haben nichts gestohlen. Wir haben nur etwas zurückgeholt, was niemals hätte verschenkt werden dürfen. Wie töte ich damit Heimdall? Da mach dir mal keine Gedanken. Es ist eine Überraschung. Wir sind Künstler.
Aber um Draupnir nur zu lagern, bräuchte man... Was meintest du? Was habt ihr noch für Geheimnisse hier? Und jetzt willst du Heimdall töten? Gewalt verhindert keine Gewalt, Kratos. Ich dachte, das hättest du verstanden. Was auch immer du denkst, dass ich verstehen soll, mein Sohn ist in Gefahr. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Auch wenn das Krieg bedeutet. Was glaubst du? Ich glaube, du kannst mich Sindri? Wo gehst du hin? Was habt ihr da unten gelagert, meine Güte? Was ist das hier? Ringe. Ein Haufen Ringe. Der Einring. Oh, du wirst mir fehlen, Kleiner. Hab ihn! Glaub ich. Ein Ring, sie alle zu knechten, scheinbar. Warum muss er einen Ring zwischen tausend anderen Ringen aufbewahren? Ich dachte, du glaubst nicht ans Schicksal. Wir machen uns alle Sorgen um deinen Sohn, aber wir... Heimdall ist eine Bedrohung, nicht nur für Atreus, sondern für alle. Er ist Odins linke Hand und trägt das Horn, mit dem Ragnarök beginnt. Könnten wir ihn aus dem Weg räumen, dann... Und es kann auch eine Falle sein, weil der Bastard deine Absichten kennt. Kratos, ihm hat noch nie jemand nur ein Haar krümmen können, nicht eins. So, ich habe gesammelt, was es zu sammeln gibt. Wie lange dauert es? Wir müssen nach Svartalfheim für den Rest der Materialien. Und dann noch der Besuch bei... der Dame. Oh. Oh, viel besser. Kratos, wann immer du bereit bist. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau wozu, aber Kratos ist immer bereit. Dame. Keine Ahnung, wovon er redet. Ich wünschte, du kämpfst mit uns, Tyr. Ich weiß, du meinst es nur gut. Aber um ehrlich zu sein, unser letztes Abenteuer war nicht gut für mich. Ich kann mich nicht mit der Gewalt umgeben, die ihm folgt. Die euch beiden folgt. Tut mir leid. Dann nicht. Ist mir auch recht. Komm, Freya. Wir gehen. Wir sehen uns. Aber diese Lindwürmer, ich frage mich immer noch, was es damit auf sich hat. Aber alles zu seiner Zeit. Ah, dann mal auf zu der Dame. Ich übernehme. Oh nein! Das war alles meine Idee. Ich spreche mit der Dame. Ich habe noch nie mit der Dame gesprochen. Und das hat seine Gründe. Brock wird gehen. Was? Nein, nein, nein. Ich muss doch... Du hast ihn gehört. Keine Bange, ich werde es nicht vermasseln. Was zum... Ach, ihr Furunkel. Das soll uns aufhalten? Da habt ihr euch getäuscht. Keine Soundeffekte oder so, auch schön. Okay, gehen wir. Was war denn das eben? Ach, nur Sindri, der den ganzen Ruhm einstreichen wollte. Nichts Neues. Nicht das! Das Tor! Was ist mit dem Tor? Wahrscheinlich hat jemand den Nidravellir am System rumgepfuscht. Vermutlich deswegen, weil ihr ständig irgendwo einbrechen musstet. Aber zerbricht dir nicht den körperlosen Kopf, mein Freund. Brock ist gut vorbereitet. Ich kenne von früher noch ein paar Ein- und Ausgänge. Tore, an die sie nicht mal im Schlaf denken würden, weil sie nämlich dumm sind. Aha. Was auch immer. Wird schon stimmen. Brock, wo sind wir? Hier seid ihr richtig. Ein Verlass.
umfassender Versorgungstunnel. Direkt zum Schmiedelager. Wir sehen uns da oben. Da los. Brock. Und weg ist er. Bist du sicher, er war die richtige Wahl, Bruder? Ich vertraue ihm. Er redet Tacheles. Und doch so anschaulich. Wozu soll das gut sein? Irgendwas zerstört damit. Aber was? Neues Gebiet. Karte. Ja, wir sind jetzt wieder bei den Zwergen. Na schön. Alles zerstört hier. Okay. Nett. Vorsicht, Bruder. Das sieht entzündbar aus. Ach ja? Das noch irgendwo tun? Nein. Okay. Schön. Was hat mir das jetzt gebracht? Außer nichts. Okay. Nett. Mach das bitte mal auf, Freya. Ja. Danke. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Vor allem nichts, das ich glauben kann. Ja, ich muss das machen. Tut mir leid. Heilungsstein. Nehmen ihn einfach mal an mich. Da wird es entlang gehen und da ist was. Geht nicht. Wir werden hier zusammenarbeiten müssen. Ist ja gut. Na bitte, wenn wir weiter zusammenarbeiten, brennt eines Tages vielleicht Asgard. Das ist nicht meine Absicht. Aber es könnte dein Schicksal sein. Was willst du damit andeuten, Hoheit? Rein gar nichts. Ist das hier der richtige Weg oder ein Geheim? Nimm es mit. Nimm es mit. Ist ein Geheimweg oder der richtige Weg? Armer Kerl. Wieso hat er sich da versteckt? Etwas in diesen Tunneln fürchtete er mehr als zu verhungern. Nicht sehr rational. Das ist Angst selten. Das ist auch wieder wahr. Ich komme ja, Freya, mein Gott. Nur keine falsche Hektik. Dann machen wir mal... Buh! Nein? Dann anders. Ah, ein Tunnel für Schnaps und Sprengstoff. Ein hübsches Beispiel der Zwergenkultur. Du verhöhnst eine Kultur, die du unterjocht hast. Typisch Ase. Na gut, das hatte ich wohl verdient. Was ist das für Viecher? Achtung, rechte Seite! Wow. Tja, ich weiß, warum der Versorgungstunnel stillgelegt ist. Ich nicht. Was soll ich damit jetzt? Ich hätte damit bestimmt die Gegner erledigen können, oder? Vermutlich. Das sind die bedrohlichen Dinger hier in diesem Ort da. Kann ich das auch öffnen? Ja, hätte ich gekonnt. Schön. Ich muss sowas immer testen. Ich muss, ich kann gar nicht anders. Okay, dann bleibt uns nur noch ein Weg, und zwar der hier. Hinterhalt? Das war so klar. Na? Lass Freya in Ruhe. Ist klar?
jetzt so gut aus. Erledigt. Wieder eine lebt. Und Knacks. Vorsicht. Wo ist das Viech? Tot. Töten Sie Grimmel, da bin ich doch dabei, Mensch. Wieder komme ich nicht durch. Ultimative Fässer oder was? Okay, habe ich da was? Noch eine Öllache. Das ist kein Problem. Aber was ist der richtige Weg? Das Ding schwebt einfach da oben. Lass mich das mal ansehen. Warten, bis es aufgehört hat zu brennen und dann kriegen wir eine schicke, schicke Truhe. Sind das da hinten Melonen? Das sind doch Honigmelonen, oder? Das da oben könnte Käse sein. Käse. Okay, dann pass auf. Und... Ein segensreicher Ölfleck. Allerdings. Schön warten, bis das Feuer aus ist. Gegen Feuer ist der gute Kratos nicht immun. Was hier? Nax. Geht nicht kaputt. Ich wechsle wieder auf die Axt. Genau deswegen. Wechseln. Da drauf und sag den Nacht. Oh Gott, weg. Der weg jetzt. Was scheinbar noch nicht. Wo? Oh, aber was bist du? Lass das Gift bei dir, klar. Ab jetzt. Und gute Nacht. Hier brennt es. Ja, das war stark. Die ganze Scheiße brennt. Lass du, Freya. Ich mach das schon. Kratos? Kratos! Oh, Sindri. Ich komme. Gleich sofort. Was zur Hölle haben wir da? Sindri, bist du das? Ja, ich muss mit Kratos sprechen. Sofort. Alles ansehen, okay? Da lang will er. Oder ist er? Ist so viel Zeugs versteckt. Kann ich da rüberspringen? Nein. Nicht übertreiben, Kratos. Ganz ruhig. Explosiert das Ding auch da? Tut es. Sollte ich warten, bis Gegner auftauchen. Oh, da ist er ja. Hä? Soll ich nicht diesen Weg hier gehen? Könnte ich auch gehen. Du musst mich Brocks Platz einnehmen lassen. Er darf nicht mit der Dame sprechen. Auf keinen Fall. Nein, das ist mein letztes Wort. Aber... Oh je. Was ist denn das für eine Dame? Weißt du, wenn du ein bisschen mir was verraten würdest, würde mir das schon helfen. Es ist nicht seine Schuld, dass Atreus weggelaufen ist. Oder bist du nur Brocks Streiter? Da, schon wieder. Du machst wieder deine Andeutungen. Ist der klügste lebende Mensch wirklich so blind? Die Riesen verbergen eine geheimnisvolle Gestalt, die das Schicksal von Ragnarök ändert. Und du siehst den einzig logischen Kandidaten nicht. Der Kriege gegen Götter ich führte bin und nicht gewann. Ihr Streiter. Tja, jeder darf seine eigene Meinung haben. Auf jeden Fall, ja. Würdest du bitte
Falsche Pfeile. Das brauche ich. Wir brennen alles nieder. Oh, sieh eine an. Das nehme ich auch mit. Das ist so viel. Nur Winternebel. Schaden ist nicht so gut. Massive Eiswelle, die Frostschaden verursacht und Gegner in dem Weg einfriert. Hat aber eine ultralange Aufladezeit, deswegen nein, danke, aber trotzdem danke. Ich kann hier alles Unnötige kaputt machen irgendwie. Ich weiß nicht genau warum. Mach das auch noch kaputt. Ausgründen. Habe ich hier Heilung? Muss ich das auch zerstören hier? Was ist da drüben? Hat mir nichts gebracht. Freya, was machst du? Ich habe schon gesehen, dass ich da was machen kann. Das habe ich nicht gesehen. Ist da ein Heilungsstein? Nehme ich auch mit. So, und ich weiß auch schon, was das Spiel von mir will. Nehmen die Axt. Wir machen das Tor auf. Die Tore scheinen verbunden zu sein. Versuch mal, die Befestigung zu zerstören. Moment. Wir machen das. Dann machen wir das. Ich nehme meine Axt wieder mit. Lass los. Klappt das? Nein, toll. Spaß. Oh. Ich hab's gesehen. Ist ja gut. Ich weiß. Dann mach das mal. Du lässt los. Du nimmst das mit und dann kriegen wir das damit hin. Und durch da. Beste draufhauen hier. Nichts da. Nichts da, mein Freund. Ist doch schon soweit. So. Mund gestopft. Das war aber ein ziemlich finsterer Grimm. Ja, war's. Bergskra. Die Zwerge werden die Tunnel nicht so leicht zurückerlangen. Das glaube ich allerdings auch nicht. Was haben wir da noch für Zeugs? Wir müssen eine Tore öffnen. Ja, wir öffnen eines der Tore. Ist da hinten ein Weltenriss? Oder ist das Blaue da? Könnte sein. Na, diese Trüge kennen wir doch schon, stimmt's, Bruder? Was für Trüge? Ist jetzt irgendwo Wasser im Leiten oder so? Stimmt da. Schon einfrieren, bitte. Da passiert nichts. Oh, da kommt Wasser. Verstehe. Wir können sicher das Wasser umleiten, damit das Rad sich dreht. Das können wir, ja. Ich würde aber auch das da gerne umleiten. Da oben fließt aber kein Wasser. Vermutlich noch nicht. Ja gut, dann später. Diese Meinung, die du da hast. Hast du deshalb dieses Bündnis vorgeschlagen? Weil ich deine Armeen bei Ragnarök anführen soll? Das ist Tyrs Aufgabe, nicht meine. Es ist offensichtlich, dass Tyr kein Kriegsgott mehr ist. Ich auch nicht.
Dieses Leben ist Vergangenheit. Das Töten von Göttern wohl nicht. Oder was tun wir sonst in dieser Welt? Diese Waffe zu schmieden. Deine Wahl. Du weißt, wohin das führen könnte. Ich beschütze nur mein... Ich weiß. Und wir beide wissen, wozu dich der Schutz deines Kindes bringen kann. Ist mir auch bewusst, ja. Was wir hier unten in diesem ganzen Tunnel noch finden, erfahren wir beim nächsten Mal. Denn für heute war's das mit God of War. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.